In diesen Tagen feiern Juden in aller Welt Neujahr. Das ist im 7. Monat des jüdischen Kalenders und es wird das Jahr 5778 sein, nach der Schaffung der Welt. So haben es die Rabbiner in der Bibel ausgezählt. Ein neues Jahr, ein Jahr mit Hoffnung, ein Jahr mit der Hoffnung auf Frieden, ein Jahr mit der Hoffnung auf Gesundheit und auf Wohlergehen von allen Menschen. Darum geht es in diesen Tagen und in unseren Gebeten. Und es geht auch darum, daran zu glauben, dass Gott Wunder tut. Wir lesen die Geschichte von der greisen Sarah, die den Yitzchak bekommt. Eigentlich ein Wunder. Wir lesen die Geschichte von Hagar, die sich in der Wüste verirrt und doch gerettet wird und zur Stammmutter eines großen Volkes wird. Wir sollen nicht nur in die Zukunft blicken mit dem Blick der Erfahrung der vergangenen Jahre, sondern in der Erwartung auch, dass alles besser werden kann und dass es doch Wunder auf dieser Welt gibt. Und in diesem Sinne wünschen sich Juden, dass sie in das Buch des Lebens eingeschrieben werden, in das Buch des Friedens, in das Buch der guten Gesundheit. Und das wünsche ich allen, die diese kleine Botschaft hören. Shana Tova, alles Gute, ein süßes und ein friedliches neues Jahr 5778.